So, ich hoffe, ich konnte das mal so ein bisschen einpendeln. Na, hoffen wir mal, dass noch jemand jetzt kommt und das Ding da füllt. Aber so wie ich meine Bricktrons kenne, bauen die wieder nur Kacke. Außer sie überraschen mich mal übelst. Da muss ich nur beschweren, oder? So, dann füllt mal hier fleißig weiter. Nicht mehr lange und wir sind am Ende angekommen. Ja, das wird alles gerade. Auch wenn sie jetzt wieder ein bisschen durcheinander auffüllen. Ja, ich weiß, es ist wieder nicht so spannend. Da hat wieder einer zwei Steine vergessen.
So ist besser. Ah ja, wie sehr interessant sie wieder auffüllen. Führt man nur bis da auf. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Da sind ein paar Steinchen runtergefallen. Und funktioniert's? Tut sich hier was? Wird immer auch sehr komisch gefüllt. Das ist auch immer etwas, was ich toll finde. Ich kann es nicht richtig wieder ausrichten, wenn ich es mal verschoben habe. So, vielleicht hilft das ja ein bisschen was. Wie gesagt, im freien Bauen ist das jetzt alles so kein Problem, dass die AI einen in den Wahnsinn treibt, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Aber wie gesagt, in den anderen beiden Modi ist das nicht wirklich gut.
Ihr seht es, oder? Ich habe Bestiol gesagt, er soll da aufräumen gehen. Und er war auch schon unterwegs dahin. Und auf einmal mittendrin, bam, ist er wieder beim Quarry drin und läuft in eine ganz andere Richtung. Das Spiel macht da echt komische Sachen. Stellt euch solche Aussetzer mal in einem E-Sports-Spiel, also in Warcraft oder Starcraft vor. Ja, gebt eurem Peon den Auftrag, baue eine Kaserne. Er läuft 2 Meter, ihr denkt, okay, er geht jetzt bauen und auf einmal bleibt er mittendrin stehen und ja, schaut die Blümchen an. Und ihr merkt das nicht mal. Das würde euch einiges kosten in einem E-Sports-Spiel, wenn die AI solche Aussetzer hätte. Oder ihr habt einen Arbeiter in der Goldmine, der das Gold aus der Mine holt und anstatt dass er es zum HQ bringt, entschließt er sich jetzt einfach mal es wegzuwerfen und Bäume zu fällen. Tschüss, Steinchen. So, der nächste, der hier hochkommt, darf erstmal aufräumen. Das wäre in dem Fall No One, weil Tuppel einfach wieder rumsteht in der Gegend. Okay, jetzt auf Rosalind aufräumen. Was für ein Hin- und Her-Heckmecke.
Okay, wenn sie den Block da füllen, dann können wir bis zur Mauer durchbauen und dann sind wir fertig hier. Kann ich eigentlich schon gleich mal den nächsten Bettentask Auftrag geben. Es wäre wirklich schön, wenn jemand diesen Block füllen würde. Wir alle demonstrativ an diesem Loch vorbeilaufen. Okay. Ja, keiner hat Lust, dieses Loch zu füllen. Vielleicht bei der nächsten Aufnahmesession, wenn alles neu geladen wird und die EKI wieder erstmal Spack tut. Na gut, das heißt, so, dass der Safe-Dinger besser aussieht. Safe Override. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also bis gleich.